Vergeben und verlobt. Ja, verlobt. Ach, verlobt sogar schon? Ja. Ah, jetzt sehe ich den Ring. Ja. Das ist aber ein sehr schöner Ring. Wie sollte man eigentlich reagieren, wenn man eine Frau anspricht und sie sagt, sorry, ich habe einen Freund? Das ist die ewige Frage, die sich die meisten Männer, die eben Frauen ansprechen wollen, schon seit Ewigkeiten stellen. Und wir werden die Frage heute in diesem Video beantworten. Hi, ich bin Konstantin von Authentisch Männlich. Und heute bekommst du zwei Praxisbeispiele, die wir gerade abgedreht haben, in denen ich Frauen angesprochen habe und die beiden eben vergeben waren jeweils. Und dann seht ihr, wie man im besten Fall reagieren sollte und was, sag ich mal, wie trotzdem noch eine coole Situation daraus entstehen kann. Viel Spaß beim Angucken. Hi Leute, ganz kurz. Ich habe euch gerade gesehen, ich finde, ihr seht beide klasse aus, aber ich fand, du hast mich voll verzaubert. Ich hatte dich gerade gesehen, dachte so, oh shit, ich muss unbedingt hingehen. Hi, ich bin Konstantin. Hi, ich bin die Alina. Alina? Ja. Und du bist? Linda. Linda. Ja. Und vergeben und verlobt. Ja, verlobt. Ach, verlobt sogar schon? Ja. Ah, jetzt sehe ich den Ring. Ja. Das war ein sehr schöner Ring. Dankeschön. Das ist von Tiffany. Bitte? Das ist sogar von Tiffany. Von Tiffany? Das kenne ich gar nicht. Ist das so eine Marke? Ja, oder? Ja, sehr, sehr toll. Ah, das ist so, wenn man sagt, der ist von Tiffany, dann wissen wir eigentlich alle Bescheid. Ja. Ja, ich bin noch nicht, glaube ich, im Verlobungsalter so richtig. Wie alt bist du? Was glaubt ihr? Jetzt so 35. Nee, 20 hätte ich jetzt gedacht. Echt? Und du? Ja, auch so 25, 27, 27. 24. Ah, krass, dann sind wir beide älter. Sind sogar älter. Echt? Ja, ja. Hä, das hätte ich nicht gedacht. Und 27. Krass. Okay, dann euch auf jeden Fall. Hi, sorry, ganz kurz. Ich habe dich gerade gesehen und ich fand dich voll klasse. Also ich fand deinen Style richtig cool. Danke. Was sind das? Das sind gar keine Jordan, das dachte ich erst. Doch, das war schon. Echt? Aber so, das sind nicht diese Einser, die jeder hat. Ah, die Einser sind auch schwierig zu bekommen, meine ich, ne? Ja, ich bin auch immer on track, aber immer zu spät. Ja, ich habe immer, wie heißt es früher, diese Raffles mitgemacht und ich habe nie gewonnen. Ja, same. Ich wollte unbedingt diese, wie heißt die, Travis Scott Jordans haben. Okay. Die ersten, aber. Ich weiß gerade nicht, welche es. Echt nicht? Warte, ich zeig dir die. Die sind so heftig, ehrlich. Die kennst du aber safe. Hey, wann sind die rausgekommen? War, ich glaube, 2019 oder so. Die mit dem. Doch. Ja, auf jeden Fall schon mal gesehen. Die sind krass. Hm. Und die kosten 1600 Euro jetzt irgendwie im Resale. Ja, hätte man, ne? Aber ich hätte die safe angezogen. Die sind so geil. Ja, das ist immer so, das Ding zu mal an, oder nicht? Ja, ich bin Konstantin, by the way. Hi. Samra. Was? Samra. Samra? Ja. Samra oder was? Ja, ja. Okay. Also mit E. Echt? Ja, ja. Wo kommt der Name her? Aus Serbien. Ich war voll. Also meine Eltern kommen aus Serbien. Echt? Ja. Hätte ich niemals gedacht. Ja. Du siehst 1:1 deutsch aus. Echt? Ja. Okay, wurde mir schon ein paar Mal gesehen. Obwohl, du könntest auch so ein bisschen kroatisch aussehen. Ja, siehst du, danke. Ja, Balkan. Ich war nämlich letztens in Kroatien und ich fand, das war wirklich schön. Nein, jetzt wo? Erst in, wie heißt es, Rijeka in der Nähe. Ah, ja. Und dann Zagreb. Ja, nein. Das war, ich finde Zagreb richtig schön. Ja, da war ich noch nicht. Echt nicht? Das ist, ich habe mich voll verliebt in die Stadt. Echt? Ich muss so bald wieder. Cool. Ja, ich hätte das nicht gedacht, weil es ist eigentlich eine Stadt im so Landesinneren, ja. Kein Meer eigentlich, ja, aber. Nein. Ja, bestimmt so Historie, ne? Ich bin nicht der Historiker. Ja, weil in Deutschland hat man so wenig, also auch in der Architektur sieht man es so wenig. Mm, ja. Paris oder so, Brüssel, das ist anders. Ja, es ist irgendwie, da sieht das teilweise so aus wie aus so einem Film, weißt du, ich meine? Ja, ja. Aber manche Gegenden sind auch ein bisschen ranzig. Ja, ja. Das ist halt so Jugo-mäßig, ja, halt, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns vernetzen und dann gehen wir gemeinsam einen Kaffee trinken. Ich finde, du siehst toll aus. Ich finde dich so sympathisch und cool. Aber du hast einen Freund. Ich habe keinen Freund, aber es fand sich an. Achso, ihr seid gerade in der, ja, der Dating-Phase. So. Aber du bist. Oh, mein Herz ist gebrochen. Du bist wirklich so cool. Du bist so leid, du bist ein richtig cooler Typ. Das ist nett, dass du das sagst. Dann machen wir es folgendermaßen: Wir tauschen einfach Insta aus. Und dann. Okay, mir egal, wie rum wir es machen. Nicht, dass du noch da irgendwie. Dass ich alles durchlike und Kommentare schreibe oder was? Wie heißt du? Ich heiße. Ja. Konstantin. B-U-D. Direkt hintereinander? Yes. Okay. Okay, nee, dann weiß ich Bescheid. Erstmal einen Screenshot machen. Ich hab Spaß gemacht. Nein, wenn das zwischen euch nichts werden sollte, dann schreibst du einfach noch was so, yo, was geht? Ja. Slice einfach in die DMs. Oder doch nicht Jordan. Die nicht aussieht wie eine Serbe. Okay, alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir und auch. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Ich glaube, ich Ciao. Ja.
So Leute, ich hoffe, ihr habt viel daraus mitnehmen können. Viel Spaß auf jeden Fall beim Nachmachen und liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn du ein Mann bist, der jetzt vielleicht sagt, okay, ich will auch eigentlich gerne Frauen ansprechen, aber ich habe irgendwie noch ein bisschen Sorge, ich habe ein bisschen Ängste, was das Thema angeht. Ich kann mich irgendwie noch nicht so ganz dazu motivieren. Gar kein Thema, bei uns war es damals genauso. Schau einfach gerne mal in die Beschreibung. Da findest du einen Link, da kannst du draufklicken und dich für ein kostenloses Gespräch mit Sebastian oder mir eintragen und dann werden wir das Ganze in Windeseile regeln. Alles klar, ich wünsche dir was. Ciao.